Hello Party Peoples and welcome to my channel Bestechlich. Ja, meine lieben Freunde, lange Zeit ist es her, dass das letzte Video hier hochgeladen worden ist. Zumindest gefühlt ist es lange her und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Den Titel könnt ihr vielleicht entnehmen, weil ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn nennen werde. Wenn nicht, werde ich euch jetzt sagen, was hier drin vorkommt. Könnt ihr aber vielleicht entnehmen, dass ich hier so ein bisschen Klarheiten verschaffen will. Was ist bei mir los gewesen? Gesundheitliche Probleme? Warum kamen keine Videos? Und ich möchte auch mich zu manchen Dingen äußern, die so im Umlauf waren. Und für alle anderen, die das nicht interessiert, die können dann jetzt gleich abschalten, denn ich habe noch einen kleinen Blick in die Glaskugel, was ich jetzt als erstes machen werde, was jetzt so bei mir an Videos geplant ist, was ich zukünftig euch in diesem Kanal hier erwarten wird. Denn es begab sich glücklicherweise ein Zufall, dass der liebe Ingo, vielleicht aufmerksame Zuschauer dieses Kanals werden den Namen vielleicht schon mal gelesen haben, weil der auch ziemlich häufig kommentiert, dass der halt in der Nähe von Düsseldorf war und sagt, ey, Duisburg, dann jette ich doch mal eben rüber und besuche den Herrn Bestechlich persönlich. Finde ich eine tolle Sache, aber bitte tut mir einen Gefallen, macht das nicht alle nach. Ja, also es war wirklich ein sehr glücklicher Zufall, als er kam, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, um mit ihm auch quatschen, denn meine Kundin hatte keine Begleitperson dabei und wir feiern damit, dass er daneben sitzt und wir ein bisschen quatschen, also daneben heißt 2 Meter Abstand zu mir vielleicht. Ja, haben wir ein bisschen gequatscht über alles, über Gott und die Welt und ja, letztlich hat er dann da gesessen und sagte so, ey, was ist das denn? Voll geil, davon hätte ich mir ein Video gewünscht. Letztlich ging es da um das Thema Watercolor. Ne? Hätte ich vielleicht selber drauf kommen können, ja, kann man sagen. Bin ich aber nicht. Ne? So, und ich weiß, euer Hauptwunsch war immer so, dass man beim Tätowieren mitfilmt und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird auch in Zukunft nicht auf diesem Kanal passieren. Einfach, ihr habt in der Timeline schon gesehen, ich habe das schon mal ein paar Mal versucht, aber beim Tätowieren bin ich ganz ehrlich, ja. Ich möchte nicht diesen Status erreichen, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, dass ich vielleicht die Kamera gerade verdecke oder sonst was. Und wie ist jetzt gerade der Winkel? Passt das alles? Also dass ich mir Gedanken um das Tätowieren gerade mache bei meinem Kunden. Ja, ich denke, das ist auch im Interesse von jedem Kunden, dass ich halt mein Fokus einfach auf das Tätowieren da liegt. Und ich habe gemerkt, es ist mir zu unruhig dann. Ja, ich habe also gut 20 Stunden Filmmaterial schon gelöscht, weil einfach mein Kopf auf einmal 10 Minuten vor der Kamera hing, weil ich dann irgendwas da gemacht habe und bis mir dann eingefallen ist, ach scheiße, da ist ja die Kamera. Bin dann wieder zurück und dann, ja, aber dann waren trotzdem 10 Minuten vor der Kamera, da war ein Teil davon komplett fertig. Macht also keinen Sinn, das noch zu posten. Deshalb, das ist einfach nicht, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, deshalb, das werdet ihr leider nicht sehen. Aber, wie gesagt, ich habe dann mit Ingo hier gesessen und philosophiert, da habe ich mir natürlich Gedanken dazu gemacht, so, ja, wie kannst du das sonst machen? Also habe ich überlegt, weißt du was, ich besorge mir einfach ein bisschen Fake-Skin, weil den Sidolin, Fridolin, den kleinen Totenkopf, ja, Video verlinke ich mal eben hier unten, habe ich auch schon tätowiert und habe da auch wirklich Freude dran gehabt, das zu machen. Deswegen ich so, okay, dann werde ich das halt alles auf Fake Skin irgendwie euch präsentieren. Ja, also da werdet ihr euch freuen können auf Watercolor, auf Dotwork, auf Pepper Shades, auf Farbübergänge und sowas. Alles da werde ich auf jeden Fall mit euch ein paar Videos machen, damit ihr auch wieder was habt, wo ihr seht, oh, da kann man auch vielleicht mal das eine oder andere vielleicht lernen oder auch nicht, werdet ihr dann sehen. Ansonsten wird der ein oder andere Procreate-Skill vielleicht noch wieder dabei sein. Und auch natürlich das ein oder andere Produkt, was ich mir wieder irgendwie ja, besorgt habe. Ja? Das ist also eine bunte Mischung, wird auf euch zukommen. Mit allen möglichen Sachen. Und so wie es, ja, ich hoffe, ihr feiert das einfach. Ja? Abschließend möchte ich noch ganz kurz dazu sagen mit den Videos. Also ich werde aufgrund meines Gesundheitszustandes, das YouTube letztlich mit mir gemacht hat, da werde ich jetzt auch gleich drauf eingehen, werde ich die Videos nicht mehr regelmäßig posten. Ja? Also eine ganze Zeit lang war ich jetzt wirklich ja eigentlich gewohnt, dass mittwochs ein Reaction-Video kommt, irgendwie sowas in der Art, manchmal auch noch freitags. Und am Sonntag kam das Hauptvideo, dann kamen noch 2 Shorts dabei. Das ist mir alles zu viel. Ja, also ich werde das jetzt einfach posten. Vielleicht habt ihr mal eine Woche, da kommen auf einmal 3 Videos. Und dann habt ihr wieder mal 2 Wochen Ruhe von mir, bevor dann wieder ein Sonntagsvideo rauskommt oder so. Also richtet einfach darauf ein, es wird unregelmäßig kommen. Kleiner Cut. Ja, und warum gab es denn jetzt genau diese Pause? Das wird jetzt ja, ein schwieriges Thema. Ja, also ich muss ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Video irgendwie gesagt habe. Wer mich aber privat kennt, weiß, ich habe immer wieder mal Probleme mit meinem Kopf. Ja, damit meine ich so Sachen wie Depressionen, Angstzustände, Burnout. Alles Sachen, die ich schon, ich hab das Game also durchgespielt, ja, kann man so sagen. Und ich habe daraus, ja, daraus mitnehmen können für mich, dass wenn ich irgendwas habe, was mich belastet, mein Kopf, meine Seele, mein Herz, wie auch immer, wenn mich was belastet, wie kann ich damit umgehen? Kann ich irgendwie was an diesem Zustand gerade ändern? Dann mache ich das. Kann ich an dem Zustand nichts ändern?
muss ich also lernen, den Zustand anzunehmen, weil ich ihn nicht ändern kann. Und ja, jetzt muss ich da ganz weit ausholen. Also seht es mir nach, weil ich habe jetzt kein Skript oder sowas. Ich rede jetzt einfach freie Schnauze. Ja? Es ist so, dass ich immer wieder gesagt habe, ich lasse YouTube-Kommentare und dieses Social-Media-Zeug überhaupt gar nicht an mich ran. Ich bin über 40, ich lasse mich auch nicht mehr verbiegen. Also wenn Leute schreiben, ah, der ist doof oder schreiben, das Video ist aber langweilig oder sowas. Ja, okay, dann ist ja auch jedem seine eigene Erfahrung damit. Ja? Für den einen ist es langweilig, der andere findet es cool, der eine findet mich gut, der andere findet mich scheiße. Es ist halt, ist normal, der Lauf der Zeit, ne? So sind die Leute. Und dann gibt es halt auch so Kommentare, haben wir schon mal drüber gesprochen, ihr braucht nicht krampfhaft einen auf lustig machen. Fand ich ultra lustig, dass es einer wirklich geschrieben hat, denn einige von euch Abonnenten waren auch schon mal bei uns, egal, auf Veranstaltungen, wir hatten jemanden hier, der wollte eine Ausbildung bei uns machen. Wir hatten Leute, die zum Beispiel Farbe abgeholt haben. Ja? Also immer wenn, ihr wisst, vielleicht die Leute nicht auf Instagram mehr folgen, sondern nur auf YouTube. Immer wenn ich Farbe habe, die entweder abgelaufen ist oder die ich selber gemerkt habe, so ich komme mit der nicht klar, ich brauche eine andere, ja, weil ich mal was Neues angetestet habe, dann verschenke ich diese Farben und dann mache ich eine Story in Instagram, sage, hallo, hier, wer will die Farben haben, und meistens dauert das keine 10 Minuten, bis sich einer meldet und sagt, ich hole ab. Ne? So, solche Leute waren alle schon mal bei uns und ja, haben halt gemerkt, ey, die haben ja wirklich einen am Schlappen. Ja, also die labern den ganzen Tag nur Müll. Das ist halt, so sind wir halt hier in Duisburg. Ne? Und ich glaube, dafür lieben uns auch unsere Kunden. Ja, die denken immer so, also ganz sauber im Kopf sind die nicht, aber tätowieren können sie. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was den Kunden dann interessiert, dass wir halt tätowieren können. So, aber ja, wie gesagt, also das sind Sachen, die lasse ich nicht an mir ran, weil ich bin alt genug, ich lasse mich nicht verbiegen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, dann gibt es aber durchaus andere Sachen, wo ich denke, so, ja, musst du da auch mal irgendwie konstruktiv mit umgehen. Ja, wenn da was kommt, sehe ich das auch so? Ist das so? Ist das nicht so? Und da waren halt zwei Kommentare, die letztlich das Ganze waren. Also ich sehe, die Mehrzahl von euch denkt nicht so, weiß ich auch. Ja, ich weiß, die Mehrzahl von euch denkt nicht so, denn das sehe ich ja anhand des Like-Verhältnisses und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, ich habe kein Video, was unter 95% oder so Like zu Dislike hat. Deshalb merke ich schon, die meisten Leute, denen gefällt das. Ja? Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich wissen, wie kommt es dazu, dass jemand so über dich denkt? Ja? Und da kommen wir dann ja, in die zwei Phasen. Also Phase 1 war, kann ich was dran ändern? Habe ich gemacht. Ich habe mich von YouTube ferngehalten, denke ich, okay, dich belastet das scheinbar gerade. Also schieb das weg. Ja? Schieb erstmal weg und dann komm erstmal zur Ruhe. Und dann kam der Phase 2, weil ich mag ja eigentlich YouTube. Ich mag also schon auch Videos zu machen. Ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen, anstrengender als früher, als ich meinen Kanal gestartet habe, habe ich das einfach aus Hobbygründen gemacht. So, ich habe, ach ja, cool, bla bla bla. Wenn du aber irgendwann eine große Community hast, dann erwarten die auch was von dir und dann arbeitest du gleichzeitig auch wieder ein bisschen mit Druck. Ja, also du musst halt ein Video jetzt irgendwie kredenzen, damit die Leute auch sehen, ey, cool, da kommt ja auch noch was, der Kanal ist nicht tot. Macht die Sachen ein bisschen schwieriger, aber letztlich war es immer noch eigentlich freiwillig, weil ich halt Bock drauf habe. So, ne? Also ich könnte ja auch sagen, ich mache nichts mehr. Ne? Zusammengefasst, also bitte tut mir einen Gefallen, geht jetzt nicht hin und sucht die Kommentare und schreibt irgendwas Blödes drunter. Ja? Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe gar keinen Bock, ich bin alt genug, dass ich sage, ich habe keinen Bock auf Beef mit irgendjemandem, nur weil er einen Kommentar geschrieben hat. Ich habe keinen Bock mit Leuten, die vielleicht eine andere Meinung haben als ich, die im YouTube irgendwo unterwegs sind, die sagen, ah, der beschädigt ist aber doof. Ja, dann ist das deine Meinung, ist für mich in Ordnung. Aber ich habe gar keinen Bock auf Beefen. Ja? Dafür bin ich da zu alt für und ich habe mich im ganzen Leben viel zu oft mit irgendwelchen Leuten oder andere Reibereien gehabt, sodass ich sage, so, weißt du, ich versuche einfach nur noch ruhig zu bleiben. Ja? Weil neben meinen ganzen Kopfgeschichten habe ich auch einen Herzinfarkt gehabt. So, ich versuche einfach mein Leben zu genießen. Ja? Ruhig sein. Und gut, wenn jetzt hart auf hart kommt, dann gibt es auch mal einen auf Oma. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche natürlich gechillt durchs Leben zu gehen und gar nicht irgendwie, irgendwo was, Beef ist nicht meine Welt. Ja, ich weiß, dass die Leute reden. Denn das ist das Internet. Und die Leute reden immer über einen. Wenn du nichts erreichst, ja, dann reden die Leute über dich und sagen, boah, guck mal, der Assi, der kriegt da nichts in seinem Leben hin, hast nicht gesehen, dann reden die Leute so über dich. Wenn du ein bisschen Erfolg hast, oder auch ein bisschen mehr Erfolg, wenn du viel Erfolg hast, wird es wahrscheinlich deutlich schlimmer werden, aber wenn du ein bisschen Erfolg hast, dann sagen die, ah, da kann aber nicht stimmen und da bla bla bla, und da kommen Gerüchte auf und die Leute reden immer. Und wisst ihr was, das ist wieder so eine Sache, wo ich denke so, ja, hier. Ne? Was ich noch sagen wollte, ist aber auch Thema Cheyenne-Video. Habe ich mich auch gesehen, dass auch jemand geschrieben hatte, so, dass er mich mag und ob ich jetzt aber nur noch Werbung machen würde. Finde ich erstmal grundsätzlich gut, dass du mich magst. Also freue ich mich darüber, wenn Leute sagen, ah, den mag ich. Aber das Cheyenne-Video zum Beispiel ist auch so ein Ding.
Das habe ich wirklich gemacht und da habe ich wirklich viel Zeit drin investiert, weil ich dachte so, ey, ich will da gerne ein Video zu machen, weil ich die Marke einfach feier und ich habe da überhaupt gar nichts bekommen, nichts von niemandem, ja, also weder von Cheyenne oder sonst wen oder irgendjemand hat gesagt, mach doch bitte ein Video zu Cheyenne, sondern das war einfach so ein Impuls von mir raus, ich dachte, weißt du, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt, ne? So und habe gedacht, wie gesagt, auch so ein bisschen, weil ich will euch ja auch verschiedenen Content liefern, ja, verschiedenen und ich dachte so mal ein bisschen mit Hintergrundgeschichten und so, kommt vielleicht ganz geil. Weiß nicht wie, also wie gesagt, das Like-Verhältnis ist relativ stabil, ja, möchte ich sagen. Und deshalb habe ich gedacht, so, die meisten hat es scheinbar trotzdem gefallen, die haben es nur nicht geschrieben. Ne? Das ist auch so eine Sache, wo ich ja nicht ganz das so nachvollziehen konnte, aber das ist halt immer Sache Sender, Empfänger. So, ich zeige erst was und die anderen Leute denken vielleicht was anderes, ich weiß nicht, wie es ankommt. Deshalb bin ich natürlich immer auf eure Sachen angewiesen. Deshalb würde ich mich auch sehr darüber freuen, dass die Leute, die jetzt auch liken, vielleicht auch mal demnächst vielleicht auch mal einen Kommentar da lassen, damit ich auch sehe in Schrift und Form, ob denen das gefällt, was ich jetzt zukünftig alles noch so liefere. Ja, doch, Mann, war das ein schlimmes Thema heute, oder? Ja, muss ich aber trotzdem einmal alles loswerden, ich muss mir alles von der Seele quatschen. Und ja, als Schlusswort bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Leute, das hier ist halt mein Kanal. Nicht deiner. Nicht deiner und nicht deiner. Und auf meinem Kanal mache ich letztlich, was ich möchte. Und wenn wirklich da Videos bei sind, die euch nicht interessieren, steht euch frei, jeden anderen YouTuber auf dieser Welt anzugucken. Und meinen Kanal halt nicht mehr. So einfach ist das. Ne? Leute, ich hoffe trotzdem, ihr bleibt mir treu. Ja, und habt auch Spaß demnächst, wenn andere Videos kommen, wenn auch nicht mehr so regelmäßig wie zuvor. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein. Bis demnächst.